Herzliche Grüße, meine lieben Zuschauer. Tja, das nächste Wochenhoroskop steht zur Verfügung für die Woche vom 20.8. bis zum 26.8. Und natürlich wie immer der Spruch der Woche. Unsere Sonne wechselt in die Jungfrau. Ein großes Glücksdreieck beginnt in den Erdzeichen und wir haben einen Vollmond aus den Fischen. Ja, es wird eine spannende Woche. In dieser Woche bekommt unsere liebe, kraftvolle Sonne, der momentane Persönlichkeitskern und unsere Hauptenergie wundervolle Unterstützung aus verschiedenen Quellen. Sie wird erstmal weiter gefördert von unserem Hüter und Begrenzer, dem Saturn aus dem disziplinierten Steinbock. Und diese Förderung nimmt noch zu, wenn sie am 23.8. früh um 6.09 Uhr in die pragmatische und ordnungslebende Jungfrau hineinwandert. Man könnte sagen, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Also alle Aktivitäten, welche jetzt gestartet werden, sind meist gut geplant und haben natürlich hohe Erfolgschancen auch auf langfristige Sicht. Und wer also jetzt neue Projekte plant und mit viel Konzentration da herangeht, hat natürlich gute Chancen, weil er das einfach in der Lage ist, gut im Blick zu behalten. Es gibt also hier die Möglichkeit, auch noch mit der Hilfe von Uranus, unserem Revolutionär, dort richtig was in Bewegung zu bringen. Ja, neue Wege sind nun gut organisierbar und es sind sogar wissenschaftliche Durchbrüche möglich. Die Visionskraft ist stark erhöht, die humanitären Gedanken stehen hier in Verbindung, auch mit dieser Kombination von Uranus und die heilenden Jungfraukräfte schaffen da neue Dimensionen in der Heilung und natürlich auch im Selbstheilungsprozess, das alles in friedlichen, verständnisvollen Miteinander hinzubekommen. Als ob ein Kronleuchter einem jetzt irgendwie aufgeht. Das Ganze ist natürlich zusätzlich in die positive Uranus-Saturn-Kombination eingebettet, der ja eigentlich schon lange, wie ich das in den anderen Wochenhoroskopen auch immer wieder schon erwähnt habe, für die Möglichkeit steht, eben traditionelle Werte auch mit der Moderne in Verbindung zu bringen und dort positiv in Bewegung zu bringen. Alles zeigt jetzt am Sternfirmament wieder ein großes Glücksdreieck, was aus allen drei Erdzeichen hinaus und hineinstrahlt zu uns, das ist jetzt zu finden. Es hat also mit Realitätserschaffung zu tun und unterstützt natürlich damit alle realen Maßnahmen, die unter diesem Grundgedanken vorgenommen werden, was ich vorher so angedeutet habe. Jetzt wird das Ganze aber auch nochmal getoppt, denn am 26.08. um 13.46 Uhr, wenn wir einen Vollmond haben. Dieser erstrahlt dann aus den Fischen und dort hat er natürlich größte Sensibilität überhaupt. Es sind jetzt unglaublich schöne und hilfreiche Kräfte in dieser Woche unterwegs, die uns neue, hoffnungsvolle Ziele zeigen. Bis zum Vollmond ist diese Energie ständig am Ansteigen und es wird natürlich eine Art wie eine spirituelle Welle spürbar. Ich kann jetzt natürlich nur jedem wünschen, sich frei zu machen von zu vielen logischen Denken. Also manches ist halt mit dem logischen Verstand hier absolut nicht erfassbar. Es zeigt sich mir so, dass sich ein viel größeres Miteinander und ein Füreinander abzeichnet, was natürlich auch eine Art Verbundenheit erspüren lässt. Und Merkur, unser Denker und Planer im Löwen, ist hier auch weiterhin positiv mit Venus, unserem Liebesanzeiger, in der Waage verbandelt und damit hat das Schöngeistige jetzt auch nochmal besonderen Stellenwert. Die schönen Künste, wie ich sie in der letzten Woche schon erwähnt habe, sind auch in dieser Woche weiter Trumpf. Also wer jetzt zum Beispiel Festlichkeiten plant, hat in der Woche besonders gute Sternenhelfer. Und Merkur-Verbindung zu unserem Glücksplaneten Jupiter bleibt auch weiter bestehen, fördert aber hier in dem Spannungswinkel noch einiges hervor, aber das ist alles ja untermauert mit den positiven Aspekten. Es verursacht natürlich sehr viele hoffnungsvolle Visionen, was eben manchmal vielleicht sogar zu hochgesteckte Ziele sind.
Ein paar angespannte Energiefelder haben wir natürlich auch unterwegs, also besonders die Venus-Spannung zu Pluto, unserem tiefgreifenden Wandler im Behördenzeichen Steinbock ist hier jetzt aktuell und der starke Kontrollmechanismus aus diesem Bereich kann die zarten Liebespflänzchen der Waage Venus etwas arg unter Druck setzen. Ja? Man kann sich zu Aktivitäten gezwungen fühlen, die man vielleicht gar nicht möchte. Und das ist besonders dann am 22.08. ab dem späten Nachmittagsstunden zu spüren. Manches in der Liebe kann sich so, also kann man vielleicht so gar nicht mehr ertragen. Also hier kommt natürlich auch vieles dann immer noch hinzu. Man muss einfach gucken, wie die Aspekte auch auf das persönliche Energiefeld wirken. Und das kann man natürlich ganz einfach wieder bei mir unter www.berbe-reu.com/kostenlose-beratung/erfahren. Ja, durch die immer noch vorhandene Mars-Uranus-Spannung, an die ich hier nochmal erinnern möchte, die verursacht ja oft eben halt viel zu schnelle Handlung und kann immer leicht zu Unfällen führen. Dies ist also auch hier immer noch aktiv. Sie kann, da sie ja in Verbindung mit dem großen Glücksdreieck jetzt noch steht, zu schnellen Lösungen führen. Oder vielmehr zu schnelleren Lösungen führen, als man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Und vieles kann ja total im Zeitraffer ablaufen. Ereignisse folgen schnell aufeinander oder vielleicht sogar gleichzeitig. Und das ist in irgendeiner Form auch der höheren Schwingung, in der wir momentan uns befinden, in dieser Zeit, in der wir leben. Und die dann natürlich auch uns Menschen nachhaltig beeinflusst. Es verursacht eine Veränderung unserer Wahrnehmung und die emotionale Beteiligung erhöht sich dabei natürlich auch ebenfalls. Also man kann eine Art Beseelung bei sich selber feststellen, die natürlich emotionale Hochgefühle verursachen kann. Eine Art Gewahrwerden seiner selbst verbunden mit der eigenen Bestimmung. Denn auch unser Schicksalsanzeiger, der Mondknoten, der ja momentan aus dem Löwen herausstrahlt, macht hier aufregende Verbindungen, ja, und ist auch zusätzlich noch mit dem Glücksdreieck in Verbindung. Ja, das ist schon eine sehr interessante Woche. Auch die gute Jupiter-Pluto-Verbindung hilft hier noch mit, da sie ja für die Heilung im Inneren und Äußeren steht und ja mit dem inneren und äußeren Reichtum zu tun hat. Das, was ich in der letzten Woche auch schon angedeutet habe. Das alles ist mit den himmlischen Helfern verbunden, auch nochmal mit Jupiter und Neptun abgestimmt. Und es lässt einfach unglaubliche Möglichkeiten erahnen. Also es wird wirklich ziemlich spannend. Es ist aber auch nicht gut, wenn man sich jetzt zu sehr hier in Euphorien hineinfallen lässt, aber es ist wichtig, sich dieser Energien bewusst zu werden. Wer hier genaueres wieder zu sich selbst erfahren möchte, der kann das wieder ganz einfach bei mir unter www.berbe-reu.com/kostenlose-beratung/. Ja, und ich möchte natürlich an dieser Stelle jetzt erstmal meine Ausführung für die kommende Woche wieder beenden und ich wünsche natürlich tolle, positive, aufregende Erfahrungen und wer das wünscht, soll sich einfach bei mir melden, denn das sind sicherlich auch schon interessante Erlebnisse, die da jeder Einzelne erleben kann. Und natürlich als Hinweis, das Jahrbuch der Wochenhoroskope 2018 steht immer noch bereit. Und man kann auch immer für die nächsten 5 Monate noch einiges an Informationen im Vorfeld erhalten. Ja, das ist natürlich ganz einfach hier wieder unter www.berbe-reu.com zu erhalten. Einfach draufklicken auf den Link und das führt einen dann schon zu diesem Buch. Ihr könnt eure persönlichen Horoskope, eure Jahreshoroskope bei mir per E-Mail, per Telefon oder auch auf meiner Webseite anfordern. Wie ich das auch in den letzten Wochen immer erwähne. Die Kontaktdaten sind ganz einfach auf der linken Seite hier bei mir zu finden oder ihr könnt euch auch auf der rechten Seite in meinen Rückrufservice eintragen. Und informiert mich einfach, wie ihr so die Zeit erlebt. Eure Feedbacks sind immer ganz wichtig für mich. Egal, ich bin ja auf vielen Seiten hier vertreten, in den sozialen Netzwerken, bei YouTube, natürlich hier auf meiner Webseite. Ich freue mich einfach über eure Feedbacks, über eure Kommentare und ihr bekommt auf jeden Fall auch immer Antwort.
Seid nun erstmal ganz herzlich gegrüßt und ich wünsche euch gutes Gelingen. Alles Liebe von mir, Barbe Roy, eure Astrologin. Tschüss, macht's gut, bis zur kommenden Woche.